Ja, und Wolfsburg steigt erst ein. Heute mit diesem Spiel gegen Bordeaux und Meister Bayern wäre eh schon qualifiziert. Und jetzt sehen Sie da hinten schon auch ein Bild von einer Mannschaft, wo auch viele Bayern-Spieler mit dabei sind. Bei den Männern nämlich ist WM-Qualifikationszeit angesagt. Die spielen ihr erstes Spiel am Donnerstag gegen das Fürstentum Liechtenstein. Drei drittklassiger Gegner. Und Hansi Flick, der Bundestrainer, hat auch schon gesagt, sie können alle verteidigen. Und meinte damit nicht nur Liechtenstein, sondern auch die kommenden Gegner Armenien und auch Island. Also, das werden ja schöne Spielchen werden. Aber gut, dass einer wieder dabei ist, von dem man weiß, dass er erstens gute Pässe spielen kann und zweitens auch das eine oder andere Tor erzielen kann. Marco Reus, älter geworden, reifer, aber die Nationalmannschaft ist für ihn sozusagen die unvollendete. Er ist schon ein paar Mal mit dabei gewesen. Da gab es nichts, also kein Titel. Und dann hat es Titel gegeben, aber da musste er leider verletzt dann auch aufgeben vorher. Marco Reus ist wieder dabei und voll motiviert. Nach knapp zwei Jahren ist er zurück im DFB-Trikot. Ich glaube, ich bin fast einer der Ältesten, ne? Ja, fast. Ja. Manu ist der Älteste, glaube ich. Dann kommt schon ich, glaube ich. Ne? Ja. Der Mann, der alles kann am Ball, nimmt mit 32 einen erneuten Anlauf. Marco Reus hat so viel Pech gehabt im vergangenen Jahrzehnt. Immer wieder wurde der Dortmunder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen. Unabhängig davon, wie lange man weg ist, also der Anspruch muss immer für jeden sein, zu spielen. 7. Oktober 2011. Für Mario Götze wird Marco Reus eingewechselt. Es ist sein erstes Länderspiel. Das erste Tor für Deutschland erzielt er gut 7 Monate später. Beim 3:5-Debakel in der Schweiz. Und auch bei der anschließenden Europameisterschaft zeigt der junge Reus, was er drauf hat. Marco Reus, Tor, 4:1. Ich will immer auf dem Platz stehen, immer der Mannschaft helfen. Und das war schon immer mein Anspruch und das wird auch immer so sein. 10 Jahre Nationalmannschaft und nur 44 Länderspiele. Es hätten mehr als doppelt so viele sein können. Aber der Körper machte häufig nicht mit. Marco Reus verpasst insgesamt 3 große Turniere. Die WM 2014 und die Europameisterschaften 2016 und 20. Sehr viel Zeit, um die Seele baumeln zu lassen, ehe der nächste Restart für ihn beginnt.